Sie schreibt nicht mehr zurück, sie antwortet nicht mehr. Du kennst wahrscheinlich das Problem. Du bist am Flirten mit Isa, mit Dena, mit Marie, mit Maria, mit Gina, mit Laura, mit Sarah, wen auch immer und wo auch immer. Du stellst eine explizite Frage bei Instagram, bei Snapchat, bei Facebook, bei Tinder, bei LaRue, bei WhatsApp. Du fragst zum Beispiel nach einem Date und was bekommst du? Keine Antwort mehr. Doch keine Sorge, in diesem Video bist du genau richtig, wie du 95% deiner Kontakte wieder zum Antworten bewegen kannst, und zwar noch heute. Denn heute bekommst du in diesem Video von uns kostenlos einen Trick aus unserem Girls Dating Programm zur Verfügung gestellt, was du jetzt tun kannst, um alle deine Mädels zum Antworten zu bewegen, die dir niemals geantwortet haben. Tu mir aber einen Gefallen, bevor du das Video stoppst, nachdem du den Trick bekommen hast, hör dir noch an, was ich am Ende zu sagen habe, denn das ist wichtig, nachdem sie dir geantwortet hat. Und der Trick aus unserem Girls Dating Programm, um alle deine Mädels auch heute zu einer Antwort zu bewegen, ist ganz simpel. Nummer 1, du wirst nicht böse, du distanzierst dich, du schickst kein Fragezeichen, du schickst keine doppelten Nachrichten. Nein, das machst du nicht. Lege dein Handy einfach zur Seite, es stört dich nicht. Und dann in 3-4 Tagen schick ihr einfach folgende Nachricht. Vorname, Ausrufezeichen und ein Smiley. Das habe ich gestern bei Tinder, bei LaRue, bei WhatsApp und bei Facebook geschickt und schau die Reaktion an, wie mir 95% der Mädels geantwortet haben. Vanessa, Ausrufezeichen, Smiley. Oh, ich schäme mich so, dass ich nicht geantwortet habe. Isabella, Ausrufezeichen, Smiley. Hey, sorry für die späte Antwort. Victoria, Ausrufezeichen. Sebastian, Ausrufezeichen. Na, wie war dein Tag? Und so geht es die ganze Zeit weiter. Veronika, Ausrufezeichen, Smiley. Hey, sorry, ja, ich spreche Deutsch und auch sie hat brav wieder geantwortet. Alina, habe ich einen längeren Text geschickt mit meiner Handynummer. Keine Antwort bekommen. Alina, Ausrufezeichen, Smiley. Und falls du dich jetzt fragst, warum hat Alina nicht geantwortet? Sebastian hat doch gesagt, der Trick funktioniert. Keine Sorge, hat sie bei WhatsApp, denn ich habe ja schließlich bei Tinder meine Nummer gegeben. Deswegen hat Alina nach meiner kleinen Ermahnung brav bei WhatsApp meine Frage aus Tinder beantwortet. Und so zieht sich das durch und die gleichen Ergebnisse kannst du mit diesem 7. Trick auch noch heute für dich erreichen. Laura, Ausrufezeichen, Smiley. Sebastian, Ausrufezeichen, wie geht's dir? Marika, Ausrufezeichen, Smiley. Und Marika hat wieder geantwortet. Miriam, Ausrufezeichen, Smiley, konnte mir damals nicht antworten, weil sie keine Zeit hat. Hat aber jetzt geantwortet. Ist natürlich eine Ausrede, dass sie keine Zeit hatte. Aber auf diese Ausreden werden wir in einem anderen Video eingehen. Carmen antwortet mir wieder, nachdem sie mir die Frage mit Seattle nicht beantwortet hat. Julia antwortet wieder. Elina antwortet wieder. Die Nachricht funktioniert auch, wie ihr seht, bei Facebook, nachdem mir Jasmina nicht geantwortet hat. Und natürlich auch bei LaRue. Denise, Ausrufezeichen, Smiley. Ja? Fragezeichen? Deswegen, ob du es glaubst oder nicht, ob du den Trick jetzt cool findest oder vielleicht dagegen bist, dann schreib es doch mal in den Kommentaren. Aber probier es doch heute mal aus. Schnapp dein Handy, schau bei Tinder rein, schau bei LaRue rein, schau bei WhatsApp rein. Welche Mädels haben dir nicht mehr geantwortet? Und probier es einfach mal aus. Schicke diesen Trick, schicke ihren Namen mit Ausrufezeichen, Smiley raus. Und du wirst sehen, wie viele Mädels sich heute Abend bei dir melden werden. Und ich weiß, viele, viele, viele Mädels werden sich bei dir melden und es wird bei dir die Frage aufkommen, hey, cool, Sebastian, der Trick hat funktioniert, aber was schreibe ich eigentlich jetzt? Und wenn du der Typ vielleicht bist, der nicht ganz so kreativ ist, da haben wir was Besonderes für dich auf unserer Webseite zusammengestellt, nämlich unseren WhatsApp-Guide, der ein Bestandteil von unserem Girls-Programm ist. Und in diesem WhatsApp-Guide bekommst du auf 200 Seiten 100 Chats zur Verfügung gestellt, wie du immer einen spielerischen Chat, einen spielerischen Flirt bei WhatsApp gestalten kannst. Falls dir bisher vielleicht die Übung gefehlt hat und es immer versandet ist in Hi, wie geht's? Na, was machst du gerade? Was machst du beruflich? Also, um den Chat ein bisschen aufzupeppen, haben wir dir unten den WhatsApp-Guide verlinkt, den du herunterladen kannst als einzelnes Produkt oder im gesamten Girls-Programm, wo wir dir zeigen, Schritt für Schritt, was du machen kannst. Vom ersten Anschreiben über WhatsApp zum Date, was du nach dem Date schreiben kannst, bis in die Beziehung.